Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Sim World 3. Ja, und damit sind wir heute wieder unterwegs im Creators Club und es klappt hervorragend, was ich gerade vorhabe. Wir fahren heute auf jeden Fall vom lieben Olli zwei Szenarien. Darum hat er mich schon vor über 4, 5 Wochen gebeten, dass ich das Ding mal mache und irgendwie bin ich da jetzt mit Ostern und dem ganzen Kram nicht dazu gekommen. Jedenfalls machen wir das Ding heute. Also einmal RE17 Koblenz Hauptbahnhof und danach geht es noch nach Kaiserslautern weiter, wenn ich das richtig habe. So, guten Morgen. Du fährst heute den RE17 von Kaiserslautern nach Koblenz mit zwei Zwischenhalten in Oberwesel und Boppard. Deine Schicht beginnt heute in Bingen. Gute Fahrt. Und dann im Anschluss geht's weiter Moje. Du fährst wieder deinen RE17, mit dem du vorher angekommen bist. Deine Schicht endet jedoch in Bingen. Also einmal fahren wir hoch und wieder runter. Ich denke. Oh, es gab sogar ein Update. Das ganze Ding wird dann wahrscheinlich 2 Stunden dauern oder eine. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall fahren wir jetzt erstmal von Bingen nach Koblenz. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich bin in vieler Hinsicht gespannt, weil ich mich auch nicht mehr daran erinnern kann, wie ich diesen Hobelauf wusste. Auf jeden Fall muss ich erstmal nach hier hinten irgendwo hin. Ah, wir rennen. Das ist schon mal schön. Schranktür. Dann brauche ich den Fummel, den Fummel, den Fummel. Klack. Alles zu. Türen schließen automatisch. So. Dann setzen wir uns hier auf den Hobel hin. So, komm, sei artig. So, Türen erstmal auf. Und jetzt muss ich mal eben gucken. Was brauchen wir denn? Das haben wir alles. Das haben wir. Den auf Spitzensignale. Boah, wie war das denn jetzt hier nochmal? Führerstandsbeleuchtung aus, Netzschalter ein. Kompressor ist an, GST ein. Lokführerpultbeleuchtung ein. Boah, Sandstreuer aus. Das geht. Bremsschlüssel ein. Bremsbelastung können wir mal eben drücken. Dann haben wir hier noch den Fummel, na genau. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? GST-Kompressor. Wieso habe ich denn noch. Was war denn nochmal die Zug-Innenraumbeleuchtung? Führerstandsbeleuchtung ist okay. Spitzensignal normal. Lokführerpult. Ich muss echt überlegen. Sandstreuer. Naja, gut, wir machen mal die Türen zu. Wir haben auch noch keine Abfahrt, aber. Ja, viel Verkehr am Start. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Hatte ich Licht angemacht? Ne, Licht habe ich nicht angemacht. Türknopf, Dimmer, Makrofon. Wie war das denn nochmal? Warte mal, ich konnte hier, glaube ich, auch noch irgendwelche Sachen machen. Federspeicherbremse. Instrumentenhelligkeit erhöhen. Ich muss auch die Maus gleich mal ein Ticken langsamer stellen. Die steht jetzt irgendwie auf Vollgas. So, die ist auf langsam. So, Führerstandsbeleuchtung. Wie war das denn nochmal? Spitzensignale. Konnte ich hier Scheibenwischer, Sonnenblende. Boah, wo war das denn nochmal? Türknopf, Türverriegelung. Lokführerpult, GST-Kompressor, Netzschalter. Lokführerpultbeleuchtung. Schienen sanden. Führerraum. Ich mach das jetzt auch mal an. Sollte jetzt eigentlich alles an sein, aber irgendwie leuchtet hier trotzdem nichts. Oder, was auch sein kann. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Ja. 5 Ampel eher bescheiden. So. Wir wollen mal gucken. Theoretisch müsste alles klappen. Bremse muss man natürlich noch komplett lösen. Was war das denn jetzt? Naja, gut. Nächster Halt wäre auf jeden Fall Oberwesel, so der Plan. Irgendwie gibt es jetzt Soundfehler. Und ich habe keine Soundmod für dieses Fahrzeug installiert. Was ist das denn jetzt? Wie sollen wir hier keinen. Habe ich den Motor abgewürgt? Nö. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt gerade. Warum jetzt der Sound weg ist?
Wie auch immer. Pfeife funktioniert. Und jetzt will er wieder. Ich weiß nicht, was er jetzt gerade quersitzen hat. Aber gut, müssen wir wohl durchkommen. Und jetzt, wenn ich beschleunige, geht er wieder aus. Habe ich ja noch nie bei dem Fahrzeug gehabt. Interessant. Ich weiß zwar nicht, woran es liegt, aber werden wir wohl mit klarkommen müssen. Dann halt mal ohne beschleunigen. So. GST ist an, GNT eigentlich auch. Müssen wir gleich mal gucken. Legt er sich jetzt in die Kurve oder nicht? Nö, er will nicht. Er will nicht, er will nicht. Warum auch immer. Also GNT. GST ist ein. GNT hatte ich aber hinten eigentlich auch eingeschaltet. Oder muss ich beide Schaltkästen? Kann natürlich auch sein. Wie schnell darf ich überhaupt fahren? 130, sagt der Hobel. Naja gut, fahren wir halt einmal 130 und dann gucken wir gleich mal im nächsten Bahnhof. Vielleicht kriegen wir das. Naja gut, wie auch immer. Schön sieht es trotzdem aus hier in unserem wunderschönen Rheintal. Zugziel zeigt er auch nicht an. War gleich in 16 Kilometer mal, ob wir da die Neigetechnik eingeschaltet kriegen. Aber er neigt sich nicht, ne, oder? Doch, er hat sich geneigt. Doch, macht er. Macht er. Sehr schön. Der Hobel zwingt doch so ein bisschen. Ja, macht er, hatte ich. Oh. Mal ein bisschen runterbremsen. Ein Streckenupdate gab es leider bislang noch nicht, wenn ich das richtig gesehen habe. Das heißt, wir haben hier wieder Selbstmordbahnübergänge, wie diesen hier. Aber diesmal ist K durchgesammelt, Glück gehabt. Link zu den Szenarien findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung, so wie immer. Und ja. Geht's heute mal dann quer durchs schöne Rheintal. Und der erste Eindruck jetzt im Szenario, muss ich sagen, gefällt mir gut. Muss ich wirklich sagen. So. Denn hier ist doch schon ordentlich zu Verkehr gewesen bisher. Und es ist auch nach wie vor so. Deswegen kann man nichts gegen sagen. Huch.
Was mich mal interessieren würde, ist natürlich jetzt die Frage, ob das Ganze sich an einem echten Fahrplan orientiert oder eben nicht. Ja, er neigt sich, aber die Strecke ist auch geneigt. Das ist jetzt so das Nächste. Und wir dürfen hier immer noch 120, naja. Macht er jetzt oder nicht? Ich sag, der neigt sich nicht. Das ist nur das Gleis, ne? Ja. Wir reden hier nur vom Bahngleis, nicht vom Fahrzeug selber. Muss ich gleich nochmal gucken, wenn wir in Oberwiesel angekommen sind. Wie wir das hinkriegen, dass er sich hier auch richtig neigt. Und vielleicht können wir dann auch schneller fahren. Mich würde auch mal interessieren, ob der dann die Neigetechnik hier in den Strecken drin hat oder nicht. Auf der Nürtalbahn kann ich mir das im Übrigen gut vorstellen, weil bei den Versuchsfahrten ist die Nürtalbahn ja mit diesem Fahrzeug befahren worden, während der Entwicklung. Wäre natürlich schon ein cooles Gimmick. So. Was man auf jeden Fall sagen muss, ne, hier ist wirklich schön viel Zugverkehr bisher gewesen. Es könnte aber auch ein Ticken mehr sein, meiner Meinung nach. Wobei dann auch die Frage ist, wie viele Fahrzeuge kann man hier überhaupt aufsetzen, die einem entgegenkommen. Ah, Mist, falscher. Der war modern Intercity. Wir kriegen Halt. Sollte vielleicht auch. So. Hier können wir schon mal wieder lösen. Fahrrad haben wir bekommen. Was mir auch auffällt, ich kann die Leuchtmelder fast gar nicht erkennen. Seht ihr das? Steht hier auf 85, aber ist nicht erkennbar. Oder nur fast gar nicht erkennbar. Kriegen wir vielleicht heller? Ja, ich guck mal, sicher ist ja gerade einer noch durchgeflitzt, wie ihr gesehen habt. Also gesehen, Glück gehabt hier mit der Langsamfahrstelle. So. Dann wollen wir mal wieder Gas geben hier. Schönen sonnigen klaren Tag. Man muss schon sagen, auch wenn ich jetzt hier wirklich mich immer wieder über so Kleinigkeiten aufrege in der Strecke, es ist und bleibt mit einer der schönsten, wenn nicht sogar die schönste Strecke in Deutschland. Das muss man so gesehen. Also, klar, die Entwickler haben mir wirklich vieles vergeigt. Muss man leider auch realistisch sagen. Aber es ist trotzdem eine sehr, sehr schöne Strecke. Sehr detailreich. Und, ja. Also, es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Strecke. Wenigen Minuten erreichen wir Oberwiesel. Müssen wir auch mal eine Ansage machen. Wie war das denn nochmal hier? Konnte ich doch auch irgendwo hier machen. Wagen... Ah! Zuglichter ein. Oh, sieht man sehr gut. Aber sie sind eingeschaltet. So.
So. Sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Oberwesel. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. In Oberwesel haben sie... Keine Ahnung, haben sie da überhaupt welche Anschlussmöglichkeiten? Sicherlich. Das vor uns ein Zug fährt, finde ich übrigens auch gut. Gefällt mir echt gut. So. Das gefällt mir jetzt wirklich gut. Was ich so ein bisschen schade finde, auch bei der Wahl der Güterzüge, zum einen doch, wie ich schon sagte, es ist viel Zugverkehr vorhanden. Danke, danke Spiel, danke Spiel. Das Signal hätte ich übersehen. Oh. Komm, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Passt. So, das haben wir. Hat mich echt gerettet jetzt, das Ding hier. So. Also, dieser Magnet ist schon schön, dass er da ist. Und das war auch nicht drüber gerutscht und das ist auch gut. Dass jetzt hier der Sound wieder weg ist, verstehe ich natürlich wieder gar nicht. Wie so ein Turboloch. Aber wie gesagt, für die Soundprobleme bei dem Fahrzeug kann ich nichts, das muss wirklich an der Strecke liegen. Ich hoffe, er wird auch noch irgendwie dann mit geupdatet. So. So. Und wie man sieht, die Leuchtmeter sieht man auch hervorragend hier. So. Jetzt überholen wir diesen Güterzug, oder wie sieht das aus? Das ist natürlich auch cool. Und was mir hier auf jeden Fall fehlt, sind irgendwie so coole Züge, Benzinzüge, also wirklich... Halt die aktuelle Situation gegeben. Züge, die wichtige Sachen transportieren. Also Güter, die auch Vorrang haben im Vergleich zum Personenverkehr. Also das ist ja auch so eine Sache. Das kann ja jetzt durchaus sein, dass sogar mal ein Regionalzug oder ein Schnellverkehrszug wirklich auf ein Nebengleis gesetzt wird, damit dann ein Kohlegüterzug Vorrang überholen kann. Ja, so, wie dem auch sei, wir erreichen jetzt gerade Oberwesel. Ich muss aufpassen, nicht, dass ich jetzt hier in das Wechselblinken wieder reinsemmel. Wenn wir jetzt hier gerade wirklich eine Zugüberholung haben, ne, dann ist das echt cool gemacht. Also, wenn der jetzt keinen Vorrang mehr hat. Und wir dann echt ein freies Gleis haben. Sehr, sehr klasse gemacht. Also das ist auch wieder so ein schönes Gimmick. Gefällt mir gut. So, müssen wir vorne irgendwo halten. Halten wir den Vogel mal an, machen die Tür mal auf. Währenddessen gucken wir mal eben, dass wir hinten das komische GSC im zweiten Zugteil noch eingeschaltet kriegen. Muss ja irgendwo hinten gewesen sein. Meine ich zumindest, so eine Erinnerung zu haben. Aber das ist ja auch schon was her, dass wir den Hobel mal gefahren sind, ne?
Meiner war der, oder muss ich mit... Ich meine, hier wäre nochmal so ein Kasten. Und hier muss man auch nochmal alles einstellen. Zack, GNT, SIFA. Und jetzt müsste es gehen. Aber wir laufen über die Bahnsteinkante. Das geht ein Ticken flotter. Theoretisch. GNT aus. Müsste der jetzt gleich den Testmodus aktiviert haben? Sobald wir die Tür zu haben. Die Türen schließen. Warum das jetzt hier nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle? Weiß ich nicht. Doch, da tut sich was. Glaube, die Neigetechnik sollte jetzt aktiviert sein. Ja, er schwankt auf jeden Fall. Seht ihr? Ja, macht es. Und jetzt haben wir auch mit Neigetechnik. GNT aus, sagt er. Ich bin mal gespannt, aber wahrscheinlich wird da nichts stehen. Während wir jetzt hier lautlos... So. Ja. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Ja, sehr gut. Dann haben wir noch Boppard in wenigen Minuten. Warum der mir jetzt GNT aussagt? Keine Ahnung. Muss ja eigentlich aktiviert. Ja. Neigen wir uns jetzt auch endlich. Ja, er hat sich geneigt. Er neigt sich sogar gar nicht mal so verkehrt. Hat natürlich was. Wenn man hier schön mit Neigetechnik durchs Rheintal fährt. Ich weiß gar nicht, wie schnell man hier fahren darf. Ja. Hat den Vorteil, dann können wir auch einen Ticken flatter hier durchfahren, so um 10 km/h. Ist natürlich schon eine coole Hausnummer. Also, hat er schön gemacht. So, und hier ist dann jetzt der große Parkplatz, so nenne ich die Stelle am Rhein, kurz vor der Lorelei. Fernlicht ist an. Boah, eigentlich müsste das alles sichtbar sein hier. Guck mal, wie hell die ganzen Sachen waren. Und jetzt... Aber das muss unbedingt mal gemacht werden hier. Fernlicht, das können wir auch wieder ausmachen. Macht auch keinen Unterschied. Nö, nettes Szenario. Also das mit der Zugüberholung gerade war echt schön. Hat mir gut gefallen.
Aber das hat jetzt hier nicht funktioniert. Schade. Dann sehen wir jetzt so rechten. Oh ne, wir sind schon vorbei, wir sind schon St. Goar. Oh, haben wir doch jetzt auch nicht gerechnet. Und ja, der Bahnsteig ist wirklich so eng. Der Eisenbahner Baureihe 01 Handy lädt. Ja, jetzt kommt auch das Ding da wieder weg. Er will auch noch die Szenarien von ihm vorstelle. Er hatte auch schon vor, wie heißt das, Ostern sich gewünscht. Inzwischen hat er zwei Szenarien und mindestens eine Lokomotive, also Baureihe 01 1066. Wird auch auf jeden Fall als nächstes kommen. Und danach wird dann noch, ich denke mal nächste Woche, am Wochenende, in der Woche, kommt dann noch irgendwas in Richtung Nordwestbahn, beziehungsweise Rhein-Ruhr-Bahn, denke ich. Weiß ich noch nicht genau. Ja, und dann haben wir schon wieder dicke Pläne für die Wochenenden am Start. Und die Liste ist lang. Die Liste ist wirklich wieder lang. Da steht auch noch was von Tom Fresco dazwischen und ja, ich bin mal gespannt. Und hier zum lieben Olli, ja, muss so sehen. Ich meine, mit dem Güterverkehr, der hier unterwegs ist und so, ne, schön gemacht. Auch was hier auf den Ausweichgleisen stehen, artig, so wie es sein muss, klasse. Aber mir ist hier trotzdem, was Gegenverkehr betrifft, doch ein Ticken zu wenig unterwegs. Muss ich ehrlich gestehen. Liegt aber in erster Linie daran, dass eigentlich wirklich. Ich weiß natürlich nicht, was möglich ist an Zügen, die man einen entgegenschicken möchte. Aber das Problem ist wirklich, die Strecke ist überlagert. Also sowohl die linke als auch die rechte, die man jetzt hier leider nicht sehen kann. Also die sind wirklich brechend voll mit Fahrzeugen. Und ja, deswegen eigentlich wäre es schon cool gewesen, wenn hier wirklich Güterzug an Güterzug ist, kommen. Da haben wir jetzt mal einen Kohlenzug, glaube ich. Und einen offenen Bahnübergang. Ne, ist gar kein Kohlenzug, es wäre eine Regionalbahn. Ja. Schön mit Neigetechnik durchs Rheintal fliegen, ne? Also so, dann lassen wir mal mehr an uns vorbeifliegen. So. Ich glaube, wir müssen gleich mal was langsamer werden. Ich hoffe, da ist jetzt kein Signal im Weg. Wir werden es sehen. Na, signaltechnisch ist alles okay. Wie schnell habe ich hier fahren? 90. Ah, das geht. Also ein bisschen flotter dürfen wir unterwegs sein. Wie gesagt, Neigetechnik ist da 100. Das heißt, wir dürfen hier so 110 fahren.
wieder 140. Jetzt ist der Sound wieder weg. Genau. Ist der eigentlich auch weg, wenn wir jetzt das Fenster aufmachen? Ja, so ein bisschen. Aber, ja, jetzt kommt er wieder. So. Also wie gesagt, Link zu den Szenarien findet ihr unten. Und ja. Dann landen wir in wenigen Augenblicken in Boppard. Sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Boppard Hauptbahnhof. In Boppard haben Sie Anschlussmöglichkeiten an den Eurocity- und Intercity-Verkehr sowie auch an den DB-Nah- und Fernverkehr. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Hoffe ich. Falls nicht, finden Sie den Bahnsteig auf der rechten Seite und links das Gleisbett. Sollte dies der Fall sein, tut es mir natürlich sehr leid. So. Interessant ist auch, dass hier ein Auto auf dem Radweg fährt. Und da vorne genauso. So, das darf natürlich auch nicht passieren. Autos auf dem Radweg. Nee. Das darf nicht passieren. So. Irgendwie fehlt hier ein Signal. Ne, es ist da, wo es hingehört. Hab nichts gesagt. Interessant ist auch, dass wir gleich eine freie Ausfahrt haben. So. Sehr geehrte Fahrgäste, ich bitte um Entschuldigung. Der Ausstieg ist natürlich wie immer in Fahrtrichtung rechts. So. Jetzt die anderen verhalten hier überhaupt Intercities? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe es jetzt einfach mal vorhin geblufft. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. So, halt mir den Hobel mal langsam an. So, machen wir heute mal so, wie es sein muss. Wir gucken einmal raus. Steigt mal wieder keine Menschenseele ein, geschweige denn aus. Aber gut. So ist das manchmal. Macht man nichts dran.
So. Und da ist der Sound wieder weg von unserem Fahrzeug. Dann sind wir auch gleich schon in Koblenz. Dann geht's los zurück Fahrt. Das heißt auch nochmal Fahrzeug eben umrüsten. Das werden wir in der Folge natürlich nicht tun. Das wird dann quasi im halben Offscreen geschehen. Und ich weiß auch nicht, wie viel die Abfahrt in Koblenz ist. Das muss man ganz klar auch sagen. So. Oh, meine Hoffnung ist ja, dass wir vielleicht die Signale besser sehen können, gleich auf dem Rückweg. So. ...140... Das heißt, wir dürfen sogar 150 sammeln. Ey, Junge, Junge, Junge. Ist ja nicht schlecht, dann geben wir mal Vollgas hier. Aber wie gesagt, ich leichte jetzt hier an die Fahrzeiten oder erlaubten Fahrgeschwindigkeiten von der Taranta-Rante an. Taranta-Rampe, nicht Rante. Da war es dann auch mal grundsätzlich 10 km/h schneller als auf den Schildern steht. Deswegen wird es hier eigentlich theoretisch genauso sein. Und ja. Bei mir ist hier echt eine Spur A, zu wenig Güterverkehr und B, allgemein zu wenig Verkehr für Strecke von. Bin ich ganz ehrlich, ja, ist halt die Frage, was möglich, was nicht, wie schon erwähnt. Aber mir kommen hier echt zu wenig Güterzüge entgegen. Ich meine, okay, richtig ist, die andere Seite ist natürlich die, auf der mehr Güterzüge fahren, hier eher mehr Fernzüge, aber trotzdem. Weil jetzt hat man ja wirklich die anderen Güterzüge priorisiert, also so Kohlezüge und sowas. Das wäre jetzt schon cool gewesen.
Muss ich ehrlich sagen. Aber ansonsten natürlich ein sehr schönes Szenario. Bislang. Und ja. Wenn euch das natürlich Szenario hier auch gut gefallen hat, könnt ihr dem Video natürlich gerne mal einen Daumen nach oben geben. Auch gerne mal für den Olli eure Meinung zum Szenario hier reinschreiben. Oder zu den Szenarien, weil wir fahren ja gleich noch eins. Und ja. So. Hier war... Ne, jetzt sind wir noch 150, wenn wir fahren dürfen. Lass uns nochmal eben ein bisschen rollen. Ne, 150 war richtig, ja. Glaub schon. So. Sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Koblenz Hauptbahnhof. In Koblenz Hauptbahnhof haben Sie Anschlussmöglichkeiten an den Regional- und Fernverkehr. Hinzufügend ist zu erwähnen, dass dieser Zug dort endet. Im Namen der DB Regio verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Ich bitte alle Fahrgäste auszusteigen und wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Was wirklich schön ist, sind diese Zugüberholungen. Muss man auch ehrlich sagen. Das ist schon toll gemacht. Dürfen wir auch schneller fahren. Eigentlich können wir uns jetzt auch rollen lassen. Es macht keinen wesentlichen Unterschied mehr, ob wir jetzt schnell wir hier fahren. Bei 2 Kilometern ist das eh vier Elefants. So. Machen wir einfach mal geschmeidig aus. So. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
Bleiben wir hier stehen. Spielt auch keine Rolle. Luke öffnen. Ziel erreicht. Wunderbar. Dann können wir hier schon mal Schalter ausmachen. GST aus. Weiß ich nicht, ob das immer so ist. Bremsüberlastung, Bremsschlüssel aus. Den können wir schon mal auf ausstellen. Beleuchtung können wir schon mal auf Hecklichter setzen. Und ja. Auf neue die Türen zu. Dann müsste alles gut sein, ne? Türen sind, glaube ich, zu. Und damit sind wir hier durch. 45 Minuten haben wir gebraucht. Und wenn wir für die nächste Tour auch 45 Minuten, dann würde ich sagen, sehen wir uns in wenigen Augenblicken quasi wieder. Bis gleich. Und ja. So, da sind wir auch schon wieder. Inzwischen haben wir 10 Uhr. Waren jetzt also 10 Minuten, die wir übersprungen haben, über dem Daumen. Stehen jetzt auf, was ist es? Gleis 4, glaube ich. Ja, genau. Heißt, mal eben den Hobel rein, Türen entriegeln. Dann müssen wir hier den ganzen Vogel wieder anmachen. Ah, hoch. Na komm. Ah, ne, das ist der falsche. Abkuppeln, aus, entfernen. Nicht gut. So, den wollte ich haben. Dann brauchen wir natürlich hier unsere Zugbeleuchtung. Wir brauchen. GST lassen wir erstmal aus. Wir fummeln mal eben nach hinten rum. Wir müssen hier wieder alles einschalten. So, zack. Ja. GNT rein, PZB, SIFA. Wunderbar. Und ja. Was ich zum Morgen sagen kann, da habe ich gerade noch eine Info reinbekommen. Also wir werden morgen mit der Baureihe 103 fahren. In dem Fall im Dienst der VTG. Also in dem Fall handelt es sich um eine fiktive Lok, weil die Lokomotive, welche da drin vorkommen wird, die ist bereits seit fast 25 Jahren, fast 30 Jahren zerlegt. Leider Gottes. Also eine der ersten, die noch verschrottet wurde. Aber gut. Man kann nicht alles haben. Jetzt weiß ich gar nicht, haben wir hier eine Ausfahrt oder haben wir keine? Das ist. Ja doch, haben wir. Weil hier fehlt das Hauptsignal nach wie vor. Spitzensignal. Mal eben so zack, zack, zack. Ja, jetzt haben wir es. So, was haben wir noch? Wir brauchen. Nein, nein, nein. Führerstandsbeleuchtung, nein. Netzschalter an. GST an. Lokführerpultbeleuchtung können wir auch mal anmachen. Dann haben wir das. Das ist alles aus. Dann brauchen wir hier. Ja, da können wir eigentlich. Brauchen wir gar nicht rum. Wir machen hier den Hobel. Luke ist zu. Pfeife geht. Wunderbar. Und auf hier geht's. Ist jetzt die Frage, hätte ich hinten auch den ganzen Plunder ein? Ne, der hat den komplett gedreht, ne? Ja. Sehr geehrte Fahrgäste, ich begrüße Sie im Namen von DB Regio. Auf dem Weg nach Kaiserslautern Hauptbahnhof mit Zwischenhalt in Bingen am Rhein sowie Boppard, Oberwesel und noch ein paar Stationen. So, das Wetter ist schön, die Sonne scheint und wir fahren jetzt hier ab und damit herzlich willkommen bei Bowser Airlines. So, heute machen wir mal den rasenden Roland nach. Die Neigetechnik ist aktiviert und die erste Zwangse ist direkt
am Start. Vielen Dank, dass Sie sich für mich entschieden haben. Ich bin der weltbeste Lokführer, wie Sie sehen. Das war das Wechselblinken. Welches man aber so gut wie gar nicht erkennen kann, wie man hier sieht, weil es ist am Blinken. Ist es nicht? Doch, ist es. Also, man sieht es ganz, ganz minimal. War so minimal, dass man es echt fast nicht erkennen kann. So. Jetzt kann man so ein bisschen die 70... Bei einer 70 erkennt man es. Das kann ja noch echt was geben, bis wir da sind. Na gut. So. Jetzt ist es aus. Jetzt können wir starten. In dem Fall kommt uns der Güterzug, der vorhin noch auf dem Nebengleisstand entgegen. Das wird jetzt natürlich interessant, ob die 3-4 Güterzüge von gerade eben wirklich alle losfahren. Wäre natürlich eine richtig coole Sache. Und uns auch entsprechend entgegenkommen würden. Das wird natürlich richtig cool. Also der erste ist ja schon mal am Start. So. 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 140 dürfen wir hier rumsemmeln. Da uns jetzt auch eigentlich schon länger nichts mehr entgegenkam, müssten wir eine freie Fahrt haben. Wenn nicht noch irgendwie einer durchgelassen wurde. Ich bin mal gespannt. Interessant ist auch, dass jetzt der Güterzug vor dem war. Weil eigentlich hätte ich jetzt erwartet, es wäre genau andersrum. Und ja. Aber wie gesagt, dann fahren wir morgen mit der VTG. Die ist vom Eisenbahner Baureihe 1166. Das wird auch noch echt eine spannende Sache. Aber heute fahren wir erstmal das Ding vom Olli, was jetzt natürlich auch sehr interessant sein wird. Ja. Ich hoffe, das ist nicht zu lange her. Und er wird das Video auch noch mitbekommen. Ja. So, ist hier immer noch die 150? Ja, ungefähr, wird schon schief gehen. Dürfen wir ein bisschen heizen, habe ich ja gesagt, na? Nicht zu viel, aber ein bisschen dürfen wir, dafür haben wir unsere Neigetechnik. Und ja. Also Resümee zum zweiten Szenario. Bis dato auch interessant gemacht auf jeden Fall. Zumindest die ersten beiden Züge. Schön, dass auf jeden Fall schon mal der gleiche Güterzug, den wir vorhin noch überholt haben, direkt am Start war. Und ja. Wettertechnisch wieder sehr schön hier. Leider sind die Lichtverhältnisse so gut, dass man die Signale fast nicht lesen kann. Aber es geht aber. Doch, geht. Also in die andere Richtung war, glaube ich, schlimmer. Ja. Lassen wir uns mal hier einfach mal... Fliegen wir einmal mal hier rum. Ich würde ja schon gern uns mal vorbeirauschen sehen. Ich glaube, das können wir am besten hier... Mit der Gartenansicht von hier hinten. Ja, und weg ist er. Oh, das haben wir doch gut getimt, oder Leute? Eine 110.
in RRX-Lackierung. Das war jetzt wirklich gut getimt, ey. Halleluja. Das war cool. So, dann springen wir mal wieder zurück zu unserem Zug. Wie schnell darf ich hier fahren? Immer noch die 150 nach wie vor. Gut. Geht's auch schon weiter. Interessant ist natürlich auch, dass diese Loks, die wir hier jetzt sehen, wie gerade diese 110, die Lackierung random spawnen. Also die hat er nicht ausgewählt. Ich denke, also gehe ich jetzt mal von aus, weil, wozu? Das noch so am Rande. Denn die ist eigentlich eher für den Personenzugverkehr im Rhein-Ruhr-Sektor, beziehungsweise sogar wirklich ab hier unterwegs gewesen. Mit N-Wagen fuhr diese Lok in der Konstellation mit dieser Aufschrift um 2020, wenn ich mich nicht irre, bis 2021. Von Koblenz aus bis Wesel, beziehungsweise ich glaube sogar Arnheim durch. Ha. So. Im Auftrag von TRI. Sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Boppard Hauptbahnhof. In Boppard haben Sie Anschlussmöglichkeiten an den Regional- und Fernverkehr. Meine Frage an den lieben Olli ist natürlich, ist es richtig, dass es hier, ist es wesentlich egal oder ist das so einkalkuliert gewesen, dass ich hier wirklich, also nicht einkalkuliert, dass ich hier schneller fahre als regulär? Weil, okay, ich fahre doch regulär, aber eigentlich möchte ich schneller fahren. Nun ja. Interessant ist auch, dass wir vom Datum her heute den 10.06.2020 haben. Was sagt denn das Hauptmenü dazu? Das sagt den 16. April 2023. Also irgendwie stimmt hier gar kein Datum. Mal weder das eine, noch das andere, noch das von der Strecke, weil die Autos sind immer noch im Jahre 1997 unterwegs. Gut. Lass uns mal ausrollen. Bis da hinten gleich irgendwann mal Boppard aufploppt am Horizont. Ach, haben wir eine unsichtbare Wand im Weg. Haben wir da gerade einen Halt? Nee. Gut. Ah, Kameraführung ist wieder godlike. So. Ja, ich werde aber jetzt trotzdem mal in das Fahrzeug springen müssen, weil sonst werden wir da vorne irgendwo stehen. Oder eben nicht stehen. Eins von beiden. Wäre natürlich schlecht. Jetzt habe ich natürlich wieder zu stark gebremst. Und ja.
bin ich mal gespannt, was für einen Zug wir morgen mit dieser VTG-Variante fahren werden. Eigentlich wäre ja ein Güterzug angebracht. Aber Güterzug? Hm. Wir werden es sehen. Wobei ist die 103 überhaupt Güterzüge gefahren? Ja, es gibt ja diese zwei Touren, die wir ja schon gemacht haben. Schwierig, schwierig, schwierig. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Aber die Zugüberholungen sind natürlich, hat er schon gut gemacht. Muss man ja ehrlich sagen. Nur wie gesagt, mir fehlt halt auch so ein bisschen der vorrangige Güterzugverkehr, der momentan halt überall unterwegs ist, wie Kohle, Benzin, Kerosin, Speiseöl, all das Gedöns. Türen rechts entriegelt. So. Steigt heute jetzt mit mal ein und aus? Nö, ne? Das tun wir immer noch nicht im Boppert. Einfach nein. So, Bremse können wir schon wieder einigermaßen lösen. Oho, 143. Zum Thema 143 und rote Wagen. Ich hab da noch was Schönes. Das wird aber dann erst in wahrscheinlich zwei Wochen kommen. Die liebe Hanna hat noch ein neues Mod Repaint Pack in der Trainsim Community veröffentlicht. Müsst ihr mal reinschauen. Jetzt gibt es den Metronom. Ich meine, auf der Strecke Hamburg-Lübeck. Das Repaint-Kit. Und das kann man dann kombinieren mit den... Boah, wie heißen sie? Schlafwagen. Macht die Sache natürlich noch interessanter. Ist halt eine Fahrplan-Mode und da bin ich auch mal richtig gespannt drauf. Ja. Da bin ich echt mal gespannt drauf. Vielleicht kommt das auch morgen, dass wir beides machen. Sowohl die VOTG als auch die den Metronom. Das wäre noch eine Überlegung, da probiere ich mal aus. Vielleicht kriegen wir es hin mit dem der God-Mode. Das ist, glaube ich, wirklich eine coole Kombi. Ich weiß es noch nicht genau, wie wir das machen. Oder wir machen da wirklich zwei getrennte Videos. Mal schauen. Also interessant ist auch jetzt wieder, dass wir hier diesen Zug haben. Hat er doch schon drauf geachtet. Und hat sich jetzt sogar ein bisschen staut. Dachte ich Kaiserslautern. Ich glaube, wir fahren nach Karlsruhe, ne? Macht zumindest von der Richtung her mehr Sinn als Kaiserslautern. Naja, mein Fehler. Tut mir leid. Hm. So. Und ich bin auch ein bisschen unkonzentriert, wie ihr merkt. Das sehe ich daran, dass ich den Tacho aufmache, um zu merken, wie schnell wir überhaupt fahren dürfen. Gut, zur Verteidigung. An dem Tag, als wir die Aufnahme... Als ich die Aufnahme hier gemacht habe, war ich vorher noch mal wieder kurzzeitig im Urlaub. So die typischen Wochenendtrips. Und ja. So, zur Linken sehen wir wieder mal erneut den befahrenen Radweg.
Also bisher muss ich sagen, beide Szenarien, vor allen Dingen so in einem weg, schön gemacht, schön aufeinander abgestimmt. Also muss ich sagen, so gesehen hast du es wirklich schön gemacht. Also diesbezüglich, gerade jetzt so der Übergang in den zweiten Teil, dass mir dann halt auch diese Fahrzeuge von vorhin wieder entgegenkommen. Hast du schön abgestimmt. Gefällt mir gut. Muss man ganz klar sagen. Und ja. Wie gesagt, Link auch zu dem Szenario findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ansonsten schaut auch mal euch genauer den Kanal von ihm an. Er hat auch ein paar Repaints am Start und auch noch andere Szenarien. Ja, und er hat auch noch einen meines Wissens nach nicht benutzten YouTube-Kanal. Aber da findet ihr ihn unter Baureihe 189 Fan. Ja, jetzt geht wieder ein Licht auf bei manchen von euch, die schon länger dabei sind. Von ihm haben wir in der Vergangenheit schon mal häufiger was präsentiert gehabt, aber irgendwie kam da lange Zeit nichts mehr und jetzt ist er mal wieder am Start. Und er hat Neues gebaut. Finde ich gut. Finde ich gut. Weiter so, da kommt schon wieder ein Güterzug. Das müsste jetzt die 187 sein, ne? Nee, noch nicht. Dann kommt die 187 noch, aber trotzdem klasse. Schön gemacht hier auf jeden Fall. Während wir jetzt hier gleich wieder an dem riesengroßen Parkplatz vorbeikommen. Sprich, da wo der Rhein kein Wasser führt, sondern einfach nur eine Schotterpiste ist. Wie schnell darf ich hier fahren? Ja, ist okay. 100, das ist nicht okay. Hier darf ich nur 120. Mal vorausfliegen, wäre schon cool. Ah, guck mal, wie er sich in die Seiten legt. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Boah, huch. So. Ja. Also worauf ich Bock hätte, wäre mal mit der 103. Aber wie gesagt, da muss ich gucken, ob das geht. Vielleicht über die Schnellfahrstrecke zu semmeln. Aber ich weiß nicht, ob wir da Fahrplanfahrten haben. Aber das werden wir sehen. Da war schon wieder die Schranke offen. Ja, alt sind auch so Bugs, die müssen mal wirklich dringendst. Mittlerweile muss ich sagen, wirklich dringendst mal gefixt werden. Eigentlich von vornherein war es schon dringendst, aber jetzt ist ja auch schon wieder ein bisschen Zeit verstrichen, seitdem die Strecke veröffentlicht wurde. Und so langsam kann da wirklich mal ein Update rauskommen. Finde ich schade. Also, wenn ich das so direkt wenn ich die Strecke wirklich im direkten Vergleich zur Niddertalbahn sehe, schade. Da geht deutlich mehr und ja. Super, wie viel fahren wir noch ein Stück? Wie schnell darf ich hier fahren? Ja, so 120, genau. So.
Nicht gut. Das ist jetzt wirklich nicht gut. So, dann haben wir da vorne ein haltzeigendes Signal, aller Voraussicht nach. In St. Goar im Bahnhof. Ich bin mal gespannt, oder ist das einfach nur ein fehlerhaftes Signal? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall stand da gerade Halt erwarten und... ja. Ich bin mal gespannt. Was auf jeden Fall nicht mal ist dieser Soundfehler wie vorhin. Also wenn ich jetzt beschleunige, schaltet der Sound nicht ab, sondern bleibt einfach vorhanden. Was hatte der eigentlich? Der hätte aber auch nicht der hätte mir auch keinen Wechselblinker reingehauen. Hm. Naja, gut. Wird wahrscheinlich doch nur ein Fehler gewesen sein vom Vorsignal. Und Wechselblinken haben wir nicht am Start. Also fliegen wir hier einfach mal wieder raus, ne? Auf geht's. Ab geht's. In 3 Tage wach. Ja. Wir könnten natürlich. Nee, können wir nicht. Nee, die Überlegung mit der VTG, die dann um irgendwelche Dienstag zu fahren, macht auch keinen Sinn. Muss den richtigen Zug fahren. Weil ist ja eine Markierung aus dem Creators Club und keiner Mut. Sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Oberwesel. In Oberwesel haben Sie Anschlussmöglichkeit an den Regional- und Fernverkehr. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Also mein Resümee zu beiden Szenarien. Schön gemacht auf jeden Fall. Klarer Fall. Auch schön viel Abwechslung von den Fahrzeugen her. Dann vor allen Dingen im zweiten Teil, dass die gleichen Fahrzeuge einem wieder entgegenkommen, die man zuvor überholt hat. Dicker Pluspunkt dafür. Doch, wir haben Zug vor uns. Seht ihr das? Wir haben einen vor uns. Aber ich muss auch sagen, ich hätte mir hier noch einen Ticken mehr Güterverkehr gewünscht. Also je nachdem, wenn es möglich ist. Aber das sind jetzt so private Sachen, ne? Aber private Ansichten. Ich meine, ihr wisst es ja, ich mag es, wenn es einfach voll ist. Ich mag sowieso immer, wenn es voll ist. Wenn man wirklich was zu tun hat. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Vom Realismus her ist das hier auch schon vollkommen okay. Schön gemacht. Muss man auch ganz klar sagen. So. Erreichen wir jetzt sofort schon Oberwesel. Und dann... So.
Jetzt ist die Frage, ist das ein Einfahrtssignal zum Bahnhof oder ist es schon das Signal vom Bahnhof? Ich meine, das wäre das Einfahrtssignal. Bleibt nur die Frage, wo ist es? Ah, da ist sie, die 187. Jetzt mit dem Kohlenzug. Endlich haben wir mal einen. Weil ich auch wirklich schön lang ist. Ah, ich sehe das Hauptsignal, aber ich weiß nicht, welches Bild es anzeigen wird. Also räumen wir mal bis zum Ende durch und mal gucken. Was kann man wirklich bescheiden erkennen? Ne, wir haben halt. Wir haben halt. Wir haben einen Halt. Ja. So. Oh, da wir jetzt einen Zug vor uns haben, ist auch eine schöne Sache. Also muss ich ehrlich sagen, sowas mag ich ja auch, ne? Also wenn sich jetzt so ein bisschen staut. Hat er wirklich, ja, also er hat er schon schön gemacht. Also gerade die Züge, die dann vor uns sind, die wir dann nachher überholen, das ist schon wirklich eine schöne Sache. Muss man ganz klar ein Lob für sprechen. So, jetzt kommt einer der gefährlichen Bahnübergänge. Falsch Taste. Ist immer noch der 16. Wunderbar. In dem Fall haben wir noch hier den 10.6. So. Was auch cool ist, dass dieser Zug da immer noch steht. Der stand vorhin ja auch da an der Stelle. Muss man ja mal ehrlich sagen. Okay, das war zu viel. So. Irgendwie sagt mir Bauchgefühl, dass wir zu weit gefahren sind. Aber gut. So, steigen Fahrgäste ein. Falsches Fenster, ne? Richtiges Fenster. Müssen wir auch mal reingucken. So. Ist das wirklich richtig? Ja, Bingerbrück ist heutzutage Bingen Hauptbahnhof. Ist richtig. Früher war es halt eben Bingerbrück. So, was kommt denn da angeschossen? Ein Intercity. Eine Europa-Lok. Juhu.
dürfen wir jetzt hier fahren? Oh, wieder 140. Im Augenblick zumindest. Ist ja nicht schlecht, ne? Wir drücken nochmal die Außenansicht. Und weg ist er. Schade ist wirklich mit der Weitsicht, ne? Dass da hinten die Bäume gar nicht sind. Und dann einfach nur so richtig schlechte Qualität. Von der Grafik her. Das ist auch so eine Sache. Ja. Merkt man sonst auf den Strecken nicht so extrem. In Bezug zur Renderdistanz. Aber gut. Keine Geräusche mehr. Dann nicht. Dann nicht. So. Jetzt gibt es hier noch gute 14 Kilometer Stop and Go, aller Voraussicht nach. Bin ich auch mal gespannt. Oder haben wir gleich Glück? Da haben wir da Glück. Bremsen mal eben noch einen Ticken ab. Die zimmern trotzdem durch. Ne? Egal wie viel man hupt, die riskieren es einfach. Die machen einfach. Das interessiert hier keinen. Ob man es schaffen kann oder nicht. Einfach nur Gas geben. So. Müssen wir noch fahren? Ah, das geht aber. Das geht. Guck mal, das Stück da oben haben wir schon. Ist also wirklich im Rahmen. Und ja. Boah, wieder zu schnell. Ah.
komm nochmal eben Schuss trinken. So, dann können wir hier mal durchrollen. Tempo halten wir jetzt die 50. Sollte wohl schief gehen. Und ja, mal gucken, ne? Also. Oh, sieht das Ganze langsamer aus. Hier haben wir jetzt auch Ausweichgleise. Jetzt kann es natürlich interessant sein. Es könnte auch sein, dass wir gleich ein Fahrzeug rechts oder links sehen werden. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben auch hier die A-Karte. Und der Zug ist einfach weitergefahren, der vor uns war. Oh. Habe ich natürlich voll gepennt. Jetzt habe ich gerade gepennt. Mhm. Aber wie gesagt, ich war halt noch heute viel unterwegs, aber ist im Rahmen. Also dürfen fahren. Ich würde sagen, wir können auch wieder Gas geben unter der Voraussetzung hier. Und da kommt uns wieder ein Intercity entgegen. Dann holen wir jetzt gleich eh wieder an diesen Zug. Aber vielleicht haben wir jetzt mal ein bisschen Abstand und ein bisschen Luft aufgebaut. Wir werden es sehen. Die Theorie wieder beseitigt und wir können ja wieder voll in die Eisen gehen. So, ja, die können wir dann tippen lösen. Oh, vielleicht sollten wir sie nicht lösen. Na, scheinbar müssen wir diesmal sogar wirklich stehen bleiben. Hau, 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 hau. Zack.
Gut, dann bleiben wir hier stehen. Die ist gelöst. Und wir sind wieder gelöst. Die lassen wir mal angezogen auf 1A. Oder 1B, je nachdem. Nach dem Motto, wir rollen nicht weg. Und jetzt müssen wir mal gucken. Noch haben wir unser Halt hier, ne? Jetzt ist natürlich die Frage. Muss der Kollege da halten oder nicht? Da kommt uns eine einzelne Lok entgegen. Jetzt ist es auch interessant. Was ist denn das denn? Oh! Eine NIAC. Eine NIAC im Dienst. So. Die ist übrigens auch vom Olli, die Lackierung, meine ich. Oder was? Trainfan DB, ÖBB. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber cool, dass sie hier rumfährt. Im Rheintal. Hat sich komplett verfahren, aber cool. Das war mein eigener Fehler. Ich bin ja vorher in den roten Magneten reingefahren. Und das war die Folge daraus. Schneller 25 km/h, bevor wir an dem Signal vorbei waren. Mag er nicht. Und blöd gelaufen. Ah ja. Weg ist er. Oh, das ist ein Selbstmordfahrer. Eieiei, also ob wir hier noch diesmal keinen Unfall hatten oder so, ist echt grenzt schon ein Wunder, ne? Also Fahrgarnitäten sind echt, fahren in Wirklichkeit auch so viele, so knapp vor. Oh, schneiden die euch auch so knapp, die Autofahrer? Echt? Also wenn das jetzt ein Bahnübergang ist ohne Vollschranken oder nur mit Halbschranken oder halt ohne. Kommt das häufig vor oder eher weniger? Oder auch, wie ist das mit Personen? Oder habt ihr da dann meistens einfach so zwischendurch mal nur in Anführungszeichen bekloppt, der sich da quasi mal eben abkürzen möchte, bevor der Zug kommt? So, das ist relativ selten. Sprich, so oft wie bei einer Tour mit dem Auto durch eine Stadt. Oder auf dem Land. Wie ist das eigentlich? Schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Weil man hat da so ein echt jetzt gar kein Gefühl für, wie oft kommt das vor, dass man wirklich fast ein Bahnunglück hat oder einen Unfall, in Anführungszeichen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da viele auch einfach eben, ach komm, das schaffe ich noch eben und durchziehen. Gerade mit dem Auto. Aber ich weiß es nicht. Wie gesagt, wenn jemand von euch zufällig in der Branche tätig ist, das häufiger vorne im Führerschein sitzt, sowohl als Fahrer als auch von mir aus auch als Beifahrer. Wie sind da eure Erfahrungen? Schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich mal echt interessieren. Und ja. Sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Bingen Hauptbahnhof. Ausstieg in Bingen ist in Fahrtrichtung links. Glaube ich. Oh ja. Ich weiß nicht, haben wir noch zuvor uns oder nicht?
Eigentlich müssen wir noch vor uns die Karre haben, ne? Eigentlich. Und wie gesagt, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, gebt dem Ganzen Daumen nach oben. Wenn nein, tut es trotzdem. Link zu den beiden Szenarien findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich muss sagen, war nett. War wirklich schön zu fahren. Ich persönlich hätte mir doch noch ein bisschen mehr Güterverkehr halt dabei gewünscht. Aber ansonsten war es wirklich schön gemacht. Und ja, weiter so. Freue mich da echt auf weitere Sachen von dir. Und ja, ist halt nur immer die Sache im Allgemeinen, ne? Bis da eure Szenarien mal rankommen, kann das schon mal was dauern. Oder halt Lackierungen. Wenn ihr selber Wünsche habt, die ich für euch präsentieren soll oder meine Meinung dazu äußern soll, schreibt es gerne in die Kommentare, mache ich gerne. Kommt dann halt in der Regel am Wochenende raus. So wie es passt. Und ja. Hier ist 40. Hey, Bahnhofseinfahrt ist Bahnhofseinfahrt. Egal, ob man da Netzneigetechnik hat oder nicht. So, fangen wir jetzt rechts rum und dann müssten wir links den Bahnsteig haben. Ich richtig auf dem Schirm habe hier. So. Okay. Vielleicht doch rechts. Ja gut, dann halten wir halt auf einem Bahnsteig der Kategorie rechts aussteigen. Sehr geehrte Fahrgäste, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So. Vielleicht halten wir jetzt ein paar Meter zu früh, das ist mir egal. Luke öffnen. Ja, alles in allem hoffe ich natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat, wie ich schon sagte. Im Abspann findet ihr oben links ein Video, das euch YouTube vorschlagen wird. Unten links landet ihr bei der Baureihe 612 und in der Mitte bei Trainsim World 3. Ja, das dazu auf jeden Fall. Und jetzt warten wir nochmal eben ab, wie lange das hier dauert und wie gut wir doch abgeschnitten haben. Verhältnis. Und dann geht's, wie gesagt, nächste Woche auf jeden Fall mit der VTG weiter. Vielleicht kommt noch diese Woche wieder eine Rangier-Dienstagsfolge, kann ich aber noch nichts zu sagen und auch nichts zu versprechen und wer weiß. Also, das ist so Zufall. Genauso wie die Freitagsfolgen und ja, wie gesagt, es wird halt ein bisschen zeitlich jetzt enger bei mir. Deswegen kann das sein, dass da mal weniger Content kommt. Aber nächste Woche gibt's auf jeden Fall, also morgen gibt es auf jeden Fall die VTG. So, jetzt haben wir ein bisschen länger gebraucht als auf der Endtour. Um 7 Minuten waren wir langsamer. Ja, wie dem auch sei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was. Ich hab euch lieb. Euer Bauer sein. Tschüss.